Ja, hallo liebe Freunde. Viele dieser ehemaligen Aufsichtshäuschen an der S-Bahn sind inzwischen verwaist. Früher gab es an jeder Haltestelle, an jedem Haltepunkt entsprechendes Aufsichtspersonal, was für Auskunft, für Fragen, aber auch für die Beaufsichtigung des Bahnsteiges und des Bahnhofes zuständig war. Das fördert natürlich nicht gerade die Sicherheit und den Service im öffentlichen Personennahverkehr. Darum wäre es wichtig, dass diese Aufsichtshäuschen wieder mit Leben gefüllt werden, dass es wieder Personal gibt, das in diesen Häuschen ihren Dienst tut, das für die Fahrgäste für Fragen und Wünsche und Kritik zur Verfügung steht, während die Deutsche Bahn lediglich in Plakaten und in Vitrinen für sie da ist, möchten wir, dass die Mitarbeiter wirklich vor Ort für sie da sind, für ihre Fragen und natürlich auch, um das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste im öffentlichen Personennahverkehr zu erhöhen. Denn wir möchten, dass sie sich im öffentlichen Personennahverkehr sicher fühlen und dass sie den öffentlichen Personennahverkehr gerne nutzen. Darum sehen Sie, vernünftige Verkehrspolitik, auch im öffentlichen Personennahverkehr, geht nur mit der AfD. Für weitere Informationen können Sie unser Verkehrskonzept im Abgeordnetenhaus kostenlos abholen oder auf unserer Webseite kostenlos downloaden.